Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu einer Sondersendung, natürlich wie immer um halb hier bei uns auf OE24TV. Und zu den heutigen Öffnungsschritten, die mittlerweile schon ein paar Stunden alt sind im Handel, begrüßen wir jetzt ganz herzlich uns zugeschalteten Rainer Will, den Chef des Handelsverbandes via Skype. Mahlzeit, Herr Will. Hallo, grüße Gott. Haben Sie überhaupt jetzt Mittagspause oder sind Sie voll beschäftigt mit all dem, was da an Informationen auf Sie einprasselt? Oder anders gefragt, wie ist die Rückmeldung aus dem Handel zum heutigen, bisher halben Handelstag? Ich darf zusagen, ich war heute beim Friseur, das war mir der erste wichtige Schritt und seither gehen alle Meldungen der Händler ein, wie sich der Tag entwickelt und wir freuen uns, dass praktisch heute wieder der Tag der Selbsthilfe möglich ist, nachdem viele staatliche Hilfen noch nicht ankommen. Ich erinnere an die Situation, dass jeder dritte Händler noch zahlungsunfähig ist. Die Warenlager sind voll, die Kassen sind leer und heute ist es wieder losgegangen. Wir verzeichnen gute Kundenfrequenzen und auch gute Umsätze. Wir sind besser unterwegs wie beim normalen Vor-Corona-Standard-Montag. Aber wir sind schlechter unterwegs im Vergleich zum 7.12., also der Montag nach dem zweiten harten Lockdown. Welche Branchen profitieren denn vom heutigen Tag am allermeisten? Die Bilder, die wir gesehen haben, haben vor allem extrem lange Schlangen sogar zum Teil vor Textilgeschäften gezeigt. Ist tatsächlich die neue Hose, das neue Hemd, Shirt das Wichtigste, was derzeit benötigt wird? Also zum einen sei gesagt, die langen Schlangen sind damit zu erklären, dass ja die Politik die Anzahl der Kunden, die im Geschäft erlaubt sind, halbiert hat. Und damit ist es auch ein gutes Zeichen, denn der Handel hält, was die Politik verlangt, nämlich wir lassen nur die halben Personen ins Geschäft. Es hat beispielsweise in großen Shoppingcentern um 10 Uhr eine Schließung gegeben, weil genug Menschen bereits im Geschäftslokal waren. Das heißt, wir halten uns daran. Vielfach hat es auch unangekündigte frühere Öffnungen gegeben, um die Kundenströme zu entzerren. Und ja, es gibt einmal Effekte, weil natürlich wir seit Weihnachten geschlossen haben und damit Weihnachtswaren ausgetauscht werden, Geschenke und Geld und Gutscheine eingelöst werden. Und man merkt, dass gerade der Textilhandel eben eine Branche ist, wo man anprobieren möchte, auch physisch. Und deswegen rüstet man sich jetzt noch ein und deckt sich einfach mit dem Nötigen ein. Neben dem Textilbereich hat vor allem auch der Multimedia-Bereich zugelegt und die Möbelhäuser sind stark frequentiert. Etwas zurückhaltender sind die Spielwaren. Womit erklären Sie sich das, dass die Spielwaren nicht so gut gehen oder vielleicht auch anders noch gefragt, wer sind denn, jetzt einmal abgesehen davon, dass ohnehin alle Verlierer sind im Wesentlichen durch einen Lockdown, aber wer sind denn jetzt am ehesten noch die Verlierer, wenn es wieder losgehen kann, weil die Produkte einfach nicht so gefragt sind in diesen Tagen? Also zum einen, die Spielsachen sind bei den Kindern gefragt und die gibt keiner gern mehr her und daher gibt es da weniger Retoure und Weihnachten war bereits schon und daher erklären wir uns das so. Aber wir glauben, dass generell alle Sortimente bis zum Abend hin noch anziehen werden und damit rechnen wir bis am Abend mit so circa einem doppelten Umsatz zu einem normalen Einkaufsmontag vor Corona. Wie gesagt, wir bewegen uns hinter dem Montag des zweiten Lockdowns im Dezember. Wer sind die großen Verlierer? Das ist und bleibt der Textil- und Schuhhandel, weil der ist doppelt betroffen. Zum einen ja durch die behördlichen Schließungen bis zum heutigen Tag und auch indirekt betroffener, weil eben alle Anlässe vom Kino, Konzert, Museumsbesuch, aber auch der Gastronomie, wo man Freunde trifft, eben dazu führt, dass, wenn das nicht stattfinden kann, niemand sich sehr darum bemüht, neue Textil zu kaufen. Das zeigen auch alle unsere Zahlen, dass man das so klar sagen kann. Und daher freuen wir uns gerade für den Textilhandel, für jeden einzelnen Käufer, der heute zugegen ist. Den ganz großen Andrang, den haben wir aber heute vor allem bei den Filialen größerer internationaler Konzerne gesehen, Unternehmen gesehen. Wissen Sie und haben Sie schon Rückmeldung auch von den kleineren Boutiquen, von den kleineren Geschäften? Wie geht es dem durchschnittlichen Familienbetrieb? Ja, auch hier haben wir schon Rückmeldungen, den KMUs, den kleinen Unternehmern, den Einzelunternehmern und Einpersonenunternehmern geht es heute auch gut, weil sie einfach einmal wieder den Weg zurück selbst antreten können. Das sind alles tolle Unternehmer und die haben jetzt wieder die Möglichkeit, ihre Stammkunden auch im Geschäftslokal zu begrüßen. Wir nehmen natürlich die zusätzlichen Hygiene- und Abstandsregeln wahr, auch in der Frequenz in diesen kleinen Boutiquen. Aber die freuen sich alle sehr, haben schon hin zu den Kunden über E-Mail mobilisiert übers Wochenende und freuen sich jetzt auch wieder über den Einstand. Das kann man sagen.
Und daher ist es ein Weg zurück. Und gerade der Handelsverband hat auch unter www.kmu-retail.at Ihnen kostenfrei auch Hinweisschilder, aber auch Informationen laufend zur Verfügung gestellt, dass eben jeder sich daran halten kann. Und das machen wir auch weiterhin kostenfrei. Jetzt haben wir schon einen guten halben Tag, wenn man so sagen möchte, wo die Türen wieder geöffnet wurden. Es wurde ja von der Regierung auch angekündigt, dass stichprobenartig Kontrollen durchgeführt werden. Wissen Sie schon dahingehend, ob es auch wirklich hier schon Kontrollen gegeben hat? Ja, es ist so, dass in großen Shoppingcentern die Polizei Schwerpunkte hat und es wurden auch schon Strafen vergeben. Das ist zum Glück nur die Minderheit, weil auch die absolute Mehrheit sich an die Vorgaben hält. Und daher ist es auf jeden Fall wahrnehmbar. Mhm. Wie kommen eigentlich oder wie wird diese FFP2-Maskenpflicht eigentlich angenommen? Da gab es im Vorfeld die Befürchtung, dass möglicherweise der Kundenzulauf nicht so gut ist, weil das Shoppingerlebnis dadurch eingetrübt ist. Gibt es da erst die Rückmeldungen, ob das tatsächlich spürbar ist, dass die Menschen deswegen nicht so zahlreich erscheinen oder vielleicht sagen, ich gehe nur schnell rein und wieder raus, hole nur wirklich das, was ich am Einkaufszettel, wenn man so möchte, habe und bin sofort wieder weg? Ja, also unsere Umfragen zeigen, dass so circa ein Viertel gesagt hat, ja, wir wollen unbedingt einkaufen gehen, heute umtauschen und eben neue Waren kaufen. Circa 10% sagen, ich möchte auch einkaufen gehen, weil es notwendig ist. Aber ein Viertel sagt, ich bleibe zu Hause und ein Viertel sagt, es ist Vorsicht geboten. Insgesamt sei gesagt, dass die FFP2-Maskenpflicht natürlich von allen gelebt wird. Die Menschen kaufen unaufgeregt ein. Es unterstützt alle Seiten, dass man eben diese Kollateralschäden, die rund 1 Milliarde im Handel pro Woche ausmachen, und damit den Finanzminister im Branchenvergleich am allermeisten an Steuereinnahmen kosten, abgemildert werden, auch die sozialen und psychischen Faktoren. Und natürlich ist das ein Hemmnis, weil wir sind ja jetzt nicht in einer uneingeschränkten Euphoriestimmung, sondern es ist der erste Tag seit Weihnachten, wo wir wieder Umsätze machen. Und ja, wir sind wieder im Lockdown-Light und verlieren halt jetzt pro Woche im Schnitt 250 bis 300 Millionen, weil wir jetzt in einer Phase nach Weihnachten kommen, wo eigentlich es eher ein schwieriges Monat ist für den Handel ganz grundsätzlich. Und daher freuen wir uns diese Woche mal auf Einmaleffekte. Aber die Realität ist nach wie vor, die Gastronomie fehlt uns wie ein bisschen Brot, von der Infrastruktur bis zu den Aufenthaltsdauern. Die Spontankäufe bleiben dadurch aus, aber die Mehrheit der Bevölkerung haltet sich an die Vorgaben und damit hat die Regierung auch ihnen wieder ein Stück weit Leben zurückgegeben. Denn es ist ja nicht nur das Gescheiterste, wenn man alles ins Private verbannt, denn der Handel war nie ein Corona-Hotspot und daher hoffen wir, dass wir nachhaltig und ab jetzt auch offen halten dürfen, aufgrund der geringen Kundenkontakte und der losen Aufenthaltsdauern im Vergleich zu anderen Bereichen. Wissen wir, dass wir in Österreich mit über 500.000 Beschäftigungslosen eine Arbeitslosenquote haben, die so hoch ist wie eigentlich seit Ende des Weltkriegs nicht mehr. Man liest immer wieder von einer Sparquote, die enorm angezogen hat. Die Menschen geben, zumindest so liest man es immer wieder, scheinbar weniger Geld aus. Was ist denn da Ihrer Meinung nach überhaupt das Maximum, was für den Handel möglich ist, wenn die Menschen tendenziell eher vorsichtig mit dem Geld haushalten? Ganz richtig, die Sparquote hat einen historischen Wert erreicht und sich fast verdoppelt. Und das spielt sich nicht nur bei jenen Menschen ab, die durch Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit über weniger Einkommen verfügen, sondern auch bei den über 400 Millionen erwerbstätigen Menschen, denen schlicht dieses Klima der Zuversicht fehlt. Man weiß immer nur, jede Woche wird die entscheidende Woche. Wir lesen von verschiedenen Virusmutationen und wir finden, es ist an der Zeit, dass man wieder den Menschen einfach ein bisschen was zurückgibt, dass man genau achtet auf die Anforderungen und in einem Geschäft mit 20 Quadratmeter Abstand und FFP2-Maske, da kann man sich de facto nicht mehr anstecken. Das hat auch der Sebastian Kurz, der Bundeskanzler, gesagt. Und daher ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man jetzt auch dem Motto gerecht wird, Leben und Wirtschaft mit dem Virus, denn es wird uns noch länger begleiten und wir werden unseres dazu tun, dass wir langfristig jetzt offen halten können. Das ist für alle Beteiligten wichtig, denn es wackeln noch immer 100.000 Arbeitsplätze. Also das ist auf jeden Fall derzeit das A und O für uns. Rainer Wild, Chef des Handelsverbandes, mit einer ersten Zwischenbilanz vom heutigen ersten Handelstag seit, glaube ich, knapp 6 Wochen, 44 Tagen, so in der Art, seit Weihnachten. Wir hören uns dann im Laufe des Tages vielleicht oder im Laufe der nächsten Tage noch einmal zu einer ersten echten Bilanz, wie es gelaufen ist. Ich sage danke für den Moment und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Bitte und sehr gerne.